gibt neue Vorstellungen von Magner. Die werden derzeit mit GM noch verhandelt und gleichzeitig auch von uns überprüft. Und es ist auch noch nicht gesagt, ob wir heute bereits zu einer Entscheidung kommen werden, weil diese Prozesse natürlich auch entsprechend klar überprüft werden wollen und überprüft werden sollen. Also wenn einige sagen, dass wir jetzt in den nächsten ein, zwei Stunden schon eine Lösung haben werden, muss das nicht der Fall sein. Da befinden wir uns gerade. Das wollte ich Ihnen gerne mitteilen. Also, bis später. Danke. Die Art, wie General Motors diese Verhandlungen geführt hat, sind, wie ich finde, auch heute noch inakzeptabel. Und falls es heute nicht zu Ergebnissen kommt, finde ich, dann haben die 50.000 Mitarbeiter, die von der Entscheidung abhängig sind, ihre Familien einen Anspruch auch darauf, dass dann gegebenenfalls es bei General Motors personelle Konsequenzen gibt. Jetzt zuerst mal hören, was an den Gesprächen, die heute den Tag über stattgefunden haben, konkret rausgekommen ist. Das ist ja bis in die letzten Minuten noch eine Frage, die nicht bis zum allerletzten Ende klar ist. Fiat hat erklärt, dass man heute hier nicht hinkommt. Damit reden wir jetzt vor allen Dingen über die Frage, wie weit General Motors bereit ist zu gehen und ob General Motors bereit ist, seine Verantwortung als Eigentümer für die Opel-Unternehmen auch dann hier wahrzunehmen. Ja.